Die einen sind im Dunkeln und die anderen sind im Licht. Man sieht nur die im Licht und die im Dunkeln sieht man nicht. Sprechen wir von Industrien, so sprechen wir von sichtbaren Industrien und Schattenwirtschaft. Die sichtbaren Industrien, die gleichsam im Licht sind, das sind die Industrien, die die Güter, also Produkte und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs produzieren. Zum Beispiel Energiewirtschaft, Agrikultur, Transportgewerbe, Baugewerbe und dergleichen. Die unsichtbaren oder sich im Schatten befindenden Industrien, das sind Industrien wie Drogenhandel, Waffenhandel und Menschenhandel, Human Trafficking. Wir haben also, wenn wir von den einen im Dunkeln und den anderen im Licht sprechen, eine Gegenüberstellung von sichtbaren Industrien, Produzenten von den täglichen Gütern und Dienstleistungen unseres Bedarfs in Konsumgesellschaften und Schattenwirtschaften, den Wirtschaften, die sich hinter den produzierenden, verarbeitenden und dienstleistenden Sektoren abspielen, den Industrien, in denen auch das organisierte Verbrechen zu Hause ist. Die Industrien im Licht, die uns vertraut sind, sind in gewöhnlicher Weise vor den Industrien der Schattenwirtschaft wahrnehmbar für den Konsumenten. Anders ausgedrückt, als Konsumenten sehen wir gewöhnlich nur die Industrien im Licht und die Schattenwirtschaften sehen wir nicht. Die Schattenwirtschaften ihrerseits machen jedoch einen gewaltigen globalen Wirtschaftsfaktor aus. Die nun folgenden Zahlen sind von einer Untersuchung der Vereinten Nationen, der UN, einem Thesenpapier über insbesondere ein Segment der Schattenwirtschaft, Human Trafficking, also Menschenhandel. Das Thesenpapier der UN stellte fest, dass im Jahr 2022 der Teilbereich der Schattenwirtschaft Human Trafficking, also Zwangsarbeit, Sklavenhandel, über 172 Milliarden Dollar ausmacht als Industrie. Milliarden, nicht Millionen. Der Menschenhandel international ist insofern, zynisch ausgedrückt, lukrativer sogar noch als der Waffenhandel, wenngleich der Waffenhandel traditionell als eine Branche gilt, in der es enorm hohe Gewinnspannen gibt. Warum ist Menschenhandel sogar noch lukrativer als Waffenhandel? Aus einem einfachen, pragmatischen Grund. Eine Waffe kann man nur einmal verkaufen. Ein Mensch kann jedoch mehrmals im Laufe seines Lebens in Verhältnisse von Zwangsarbeit gebracht werden. Sehen wir die Zahlen der UN-Untersuchung von 2022 zum Thema Schattenwirtschaft. Ich werde sie Ihnen unter diesem Video auch verlinken zum Nachlesen, dann wird uns bewusst, wie groß der Bereich derer, die im Dunkeln sind, die wir gewöhnlich gar nicht wahrnehmen, tatsächlich ist. Wir könnten ahnen, welche Rolle die Schattenwirtschaften spielen bei politischen Großereignissen und bei einer Orchestrierung von politischen Entscheidungen auf transnationaler Ebene, die nicht mehr durch evidente Sachzwänge begründet sind. Die Schattenwirtschaften als unsichtbares Motiv auch hinter den sichtbaren Wirtschaften. Das ist ein Zusammenhang, der längst bekannt ist, den gut ausgebildete Ökonomen auch kennen. Der Zusammenhang mit Trauma ist jedoch ein noch viel größerer und intensiverer. Und der Zusammenhang zwischen Schattenwirtschaft, sichtbaren Industrien und Trauma wird tatsächlich sehr selten thematisiert, aus dem einfachen Grund, dass es keine interdisziplinäre Kompetenz gibt, die gebräuchlich wäre. Wirtschaftswissenschaftler sind gewöhnlich keine Psychologen, Psychologen sind gewöhnlich keine Wirtschaftswissenschaftler, auch wenn es Verschränkungen von Wirtschaft und Psychologie gibt, beispielsweise in der Marktforschung und im Marketing, so sind dies doch andere Fragestellungen, die hier thematisiert werden, also beispielsweise Fragestellungen, wie die üblichen sichtbaren Industrien auf dem Markt von Angebot und Nachfrage besser platziert werden können.
Das ist aber nicht die Frage, die wir hier stellen wollen. Die Frage ist, wie hängen die sichtbaren und die unsichtbaren Industrien mit Trauma zusammen? Und warum ist es wichtig für uns als an Philosophie Interessierten, an Erkenntnis Interessierten, diesen Zusammenhang zu wissen? Was ist ein Trauma? Es gibt mehrere Definitionen von Trauma in der wissenschaftlichen Forschung. Eine Traumadefinition, die mir als besonders wichtig, weil mit starkem Erklärungsgehalt versehen erscheint, ist die Traumadefinition aus der psychosomatischen Forschung, also aus der Forschung derjenigen Fachrichtung, die Wechselwirkungen zwischen Körper, Seele und geistigem Bewusstsein erforscht. Hier heißt es, Trauma ist eine emotionale Reaktion auf ein belastendes Ereignis, bei dem sich eine Person überfordert, hilflos und bedroht fühlt. Trauma kann langfristige Auswirkungen auf das geistige, körperliche, soziale und emotionale Wohlbefinden der Person haben. Bei einem Trauma geht es nicht nur um die beunruhigenden Ereignisse selbst, sondern darum, wie diese Erfahrungen in unserem Nervensystem kodiert werden. Diese psychosomatische Definition von Trauma hat drei Erklärungskomponenten oder drei Erklärungsebenen. Erstens, was ist Trauma? Trauma ist eine emotionale Reaktion auf ein belastendes Ereignis, bei dem sich die Person hilflos, überfordert und bedroht fühlt. Zweitens, wie wirkt Trauma? Trauma kann langfristige Auswirkungen auf das geistige, seelische, soziale und emotionale Wohlbefinden der Person haben. Und drittens, was ist Trauma noch? Bei einem Trauma geht es nicht nur um die beunruhigenden Ereignisse selbst, sondern darum, wie diese Erfahrungen in unserem Nervensystem kodiert werden. Diese dreischrittige Definition von Trauma ist sehr wichtig und auch sehr wertvoll auf kognitiver Ebene, weil sie es uns erlaubt, die Zusammenhänge von Trauma und Nervensystem zu begreifen. Ein Trauma ist eine emotionale Reaktion auf ein belastendes Ereignis, bei dem sich eine Person überfordert, hilflos und bedroht fühlt. Das bedeutet, wenn ein Mensch traumatisiert wird, geschieht eine komplette Überforderung auch auf der Ebene des Nervensystems. Seine eigenen Regulierungsmechanismen reichen nicht mehr aus, das Geschehen zu bewältigen. Das kann durch unterschiedliche Ereignisse geschehen, sei es nun durch Kriegsfolgen oder sei es durch Ereignisse im zivilen Leben wie brutales Mobbing oder Bossing am Arbeitsplatz, der Tod eines lieben Anverwandten oder eines Partners, Verrat von Personen, denen man nahe stand und vertraut hat und vieles andere. Eine solche emotionale Reaktion auf ein Ereignis, das einen zutiefst erschüttert in dem, was Erikson als Urvertrauen genannt hätte, als Vertrauen in die Welt, ins Dasein und in die Mitmenschen, ist insofern ein schwerwiegendes psychologisches Moment, das auch zugleich unser historisches Bewusstsein gestaltet. Es gibt ein Vorher und ein Nachher. Trauma verändert, wie wir denken, fühlen und handeln. Und das wird auch beschrieben in der Traumadefinition, in dem es heißt, dass Trauma auf das geistige, körperliche, soziale und emotionale Wohlbefinden der Person teils langfristige Auswirkungen haben kann. Dies wiederum führt zum dritten Schritt der Traumadefinition, in dem gesagt wird, was Trauma außerdem noch ist, abgesehen von dem traumatisierenden Ereignis als solchen und abgesehen von der Überforderung unseres Nervensystems in dem Moment. Trauma perpetuiert sich. Das bedeutet, Trauma ist durch die Art und Weise, wie es mit unserem Nervensystem interagiert, ein permanenter Begleiter, bis es tatsächlich therapeutisch aufgelöst werden kann. Bei einem Trauma, heißt es in der Definition, geht es nicht nur um die beunruhigenden Ereignisse selbst, sondern auch darum, wie sie in unserem Nervensystem kodiert werden. Das heißt, die Art und Weise, wie wir mit einer überfordernden, potenziell sogar lebensbedrohlichen Situation emotional umgehen, prägt sich auch auf der neuronalen Ebene ein und kann insofern weit über das ursprünglich traumatisierende Ereignis hinaus, Jahre oder sogar Jahrzehnte später wirksam sein,
durch eine gewisse Resonanz auf Ereignisse, Personen, Situationen, die potenziell erneut traumatisierend wirken können. Sehen wir Trauma in dieser Definition, so verstehen wir, dass es eine gewaltige und gewaltsame Prägung der Persönlichkeitsstruktur ist, die sich dauerhaft dynamisieren kann auf den Ebenen des Denkens, Fühlens und Handelns und sehr stark auf der Ebene der Wahrnehmung. Was hat all das nun mit Wirtschaft zu tun? Die Schattenwirtschaften können nur auf der Basis von Trauma operieren. Ohne Traumatisierung werden keine Drogen, keine Waffen und auch keine Menschen gehandelt. Trauma bereitet als Einbruch in der Individualpsyche und als Vorgang auf kollektiver Ebene den Boden für die Schattenwirtschaften. Die im Dunkeln, die man gewöhnlich nicht sieht, brauchen Trauma als ihr Proprium, als ihr eigenes und als den dunklen Wegbereiter. Jedoch gilt auch für die Industrien im Licht, dass Trauma unverzichtbar ist. Auch die Industrien, die Güter und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs herstellen, verfeinern und distribuieren, wie beispielsweise Pharmazie, Agrikultur, Hausbau und Mobilitäts- und Energiegewerbe, auch diese Industrien benötigen Trauma. Warum? Nun könnte man argumentieren gegen diese Hypothese, dass ja jeder Mensch als der Konsument, der er ist, Wohnen, Essen, Transportmittel beanspruchen, eine Form von Energie benutzen muss und dass all das völlig unabhängig davon ist, ob er traumatisiert ist oder nicht. Diese Idee ginge von einer falschen Vorstellung des Wirtschaftskreislaufes aus. Diese Idee würde unterstellen, dass der Markt per se ein Ort von Angebot und Nachfrage statisch wäre. Und nicht dynamisch. Wir wissen jedoch aus jeder Form von Wirtschaftsforschung, dass es stets dynamische Märkte gibt. Das heißt, das Verhältnis von Angebot und Nachfrage ist immer in Bewegung. Nun wäre das grundsätzlich eine authentische Widerspiegelung von Verbraucherbedürfnissen. In der Theorie, in der Praxis kann eine falsche Nachfrage erzeugt werden und wird eine falsche Nachfrage erzeugt, die nicht authentisch ist. Werden Angebote geschaffen, die überhaupt nur Menschen ansprechen, die bereits traumatisiert sind? Wie geschieht das? Edward Bernays beschreibt das sehr genau in seinem Buch Propaganda. Der Neffe von Sigmund Freud, der ausgeprägte Forschung über Werbetechniken und Manipulation in psychologischer Hinsicht gestaltet hat, der beschreibt, dass jede Form von Marketing drei Faktoren hat: Emotionalisierung, Triggern von Impulsen und Erzeugen von Gewohnheiten. Durch die Emotionalisierung wird der kritisch-rationale Verstand vorübergehend ausgeschaltet. Durch das Triggern von Impulsen werden bestimmte Reaktionen, positiv oder negativ, im Zusammenhang mit einem Produkt erzeugt, die ebenfalls nicht kritisch reflektiert werden. Und durch das Erzeugen von Gewohnheiten, das geht sehr gut auch durch das Erstellen von sozialen Verhaltensvorbildern oder Modellen zum Lernen am Modell, werden diese künstlichen Bedürfnisse in unserem Alltagsverhalten verankert. Es gibt also immer Emotionalisierung, Triggern von Impulsen und das Erzeugen von Gewohnheiten. All das kann jedoch artifiziell sein, indem es völlig an authentischen Bedürfnissen und Nöten der Bevölkerung oder des einzelnen Konsumenten vorbeigeht und lediglich dazu dient, bestimmte Produkte und Dienstleistungen, für die unter Normalverhältnissen gar kein Bedarf bestünde, zu veräußern und im Kreislauf zu lassen. Nun hat Bernays etwas sehr Interessantes gesagt für die politische Forschung. Seiner Auffassung nach sind die Manipulationsmechanismen in der Marketingmanipulation, also im gezielten Steuern von Angebot und Nachfrage in Bezug auf Produkte und Dienstleistungen, exakt dieselben, die auch in der politischen Manipulation benutzt werden.
Für Bernay macht es keinen Unterschied, ob man ein Konsumprodukt manipulativ anpreist, mittels Emotionalisierung, Triggern von Impulsen und Schaffen von Gewohnheiten, oder einen Ismus, eine Ideologie, die auf einer Metaebene das politische und soziale Verhalten steuern soll. Sehen wir nun also Bernay mit seiner Gleichstellung von Propaganda als Warenpropaganda, Konsumpropaganda und politische Propaganda, ideologische Propaganda und der strukturellen Gleichheit der drei Elemente Emotionalisierung, Triggern von Impulsen und Erzeugen von Gewohnheiten, dann verstehen wir, wie schnell auf beiden Ebenen, auf der Warenwirtschaftsebene wie auch auf der ideologischen Ebene, künstliche Bedürfnisse erzeugt werden können. Und dies insbesondere, und hier kommt das Trauma ins Spiel, wenn die Rezipientengruppe, die Empfängergruppe, die Konsumenten einfach traumatisiert sind, also durch Trauma entsprechend überfordert, hilflos und bedroht. Die Schattenwirtschaften, wie auch die Wirtschaften im Licht, haben Trauma als einen unbewegten Beweger. Man kann sagen, Trauma ist das kursierende Blut im globalen Wirtschaftskreislauf. Wer Trauma induzieren kann, wer also Trauma künstlich herstellen kann, kollektive traumatisieren kann, kann entsprechend die Waren, Produkte, Dienstleistungen, aber auch Ideologismen installieren auf einem künstlich erzeugten Markt von nicht authentischen Angeboten und Nachfragen, die er möchte. Das Steuern von Trauma ist eine hocheffektive Herrschaftstaktik. Die einen sind im Dunkeln und die anderen sind im Licht.